Hey Leute, willkommen zurück zu Dota Underlords. Nachdem ich gestern so bearbeitet worden bin, von wegen Druiden sind doch gut und super und ich auf Twitter da noch ein Siegesbild bekommen habe, dachte ich mir, na gut, dann probiere ich die doch mal aus. Aber wie bei den meisten Sachen ist es halt so, ihr solltet nach Möglichkeit das nehmen, wovon ihr auch, naja, wofür ihr die besten Möglichkeiten bekommt. Okay, das war jetzt ein bisschen komisch formuliert. Aber ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine. Also einfach, dass man das nimmt, was man auch bekommt und nicht unbedingt auf irgendwas hinarbeiten, wovon man dann gar nicht die Helden kriegt. Oder wofür man gar nicht die Helden kriegt. Warten auf ladende Spieler. Das fängt ja schon gut an. Dann warten wir mal auf ladende Spieler. Ich hoffe mal, das dauert jetzt... Oh, es geht los. Es geht los, mein Gott. Gut, das passt ja schon mal. Also Wild, Druide in Kombination mit Wild. Dann schnappe ich mir auch hier schon mal gleich die Verzauberin. Und dann gucken wir mal. Ja, das ist schon ganz okay. Müssen wir mal schauen. Man hat ja auch noch ein paar Optionen, ob man jetzt Dämonen oder Dämonjäger da noch mit reinnimmt. Dann nimmt man halt nur einen Vierer-Bonus hiervon und hier vielleicht einen Zweier-Bonus. Und dann kann man noch einen Dämonenjäger und Dämonen reinpacken. Da ist man auf jeden Fall durchaus noch flexibel, dass man das so ein bisschen anpassen kann. Gut, ich wollte das jetzt auch nochmal zeigen und wahrscheinlich wird das grandios fehlschlagen, aber okay. Ja, ich mag ja Druiden. Eigentlich mag ich Druiden, nur die Allianz gefällt mir nicht. Gut, was haben wir denn hier? Dämonjäger, Hexenmeister, nee... Seltsame Bettgenossen ist, glaube ich, besser hier als Stiefel der Stille. Ach ja, komm, ich nehme das mal. Und dann. Tja, was nehmen wir denn jetzt mal? Ich würde mal sagen, leider ist hier jetzt überhaupt gar kein Tank bei. Das Einzige, was so ein bisschen was von einem Tank hat, bist du vielleicht. Dann nehmen wir erstmal dich mit rein und packen dich da vorne hin. Und ihn, den Ogre-Magier, werde ich dann zu Zeiten dann austauschen, wenn wir bessere Alternativen haben. Gut, der steht einfach nur mal da vorne und soll den Schaden ein bisschen tanken. Das klappt ja soweit auch noch ganz gut. Gut, mal schauen. Vielleicht kriegen wir jetzt noch einen Druiden. Oder vielleicht einen Krieger. Wäre vielleicht auch noch drin. Gut, Oh, das klingt sehr interessant. Wenn ein Lebenspunkt auf 0 fahren, negieren allen Schaden und zerstöre die Aegis. Ja, gut, nehme ich das mal. Das andere fand ich jetzt auch nicht so toll. Stoßzahn passt da schon mal super rein. Ansonsten, ja, das ist doch schon mal ganz okay soweit. Dann haben wir hier schon mal die Zweierallianz von den Wilden. Es gibt zwar nur 10% Angriffsschaden mehr, aber es ist immerhin ein Anfang. Gut, und ansonsten, das sind alles jetzt nicht so wirklich Optionen. Das sollten wir allerdings auch noch hinkriegen, ja. Gut, das ist auch kein Thema. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich hier Aegis der Unsterblichkeit einschätzen soll. Dadurch bekommt man halt eine Extra-Runde. Und generell, ich habe das ja schon mal gesagt, diese Items, die einen vielleicht 20 Angriffstempo geben oder was weiß ich nicht. Oh, Zahn und Klaue. 10 Schaden pro Sekunde. Ja, gut, nehmen wir das mal. Einfach mal ausprobieren. Ich gehe ja sowieso Richtung Wilde. Von daher, so, Profit haben wir jetzt hier. Dich nehme ich noch mit. Und dann tauschen wir dich schon mal aus. Dich verkaufen wir. Und dann warten wir noch eine Runde. Dann könnte ich hier auch schon den Anti-Mage mit reinpacken. This is gonna be fun. So, da sehen wir auch Druiden und einen Tank. Okay.
Ja, bei ihm sind die ein bisschen tankiger, um es mal so zu sagen. Ja, das werde ich jetzt vermutlich verlieren. Das dauert aber ganz schön lange. Okay. Gut, dann haben wir das schon mal. Wobei, Vierer Allianz von Druiden ist so eine Sache. Auf jeden Fall Sechser Allianz wild. Wäre schon nicht so verkehrt. Moment, waren das nicht mal 75% bei 6, bei einer 6er Allianz? Wurde das geändert oder verwechsel ich das jetzt mit dem Ausweichen? Das war beim Ausweichen, bei Leichtphysik waren es, glaube ich, auch 75%. So, und was haben wir hier? Das ist alles ehrlich gesagt nicht so dolle. Gut, dann werfen wir dich mal mit rein. So, und ja. Na gut, ich könnte natürlich auch noch Luna nehmen. Wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Gucken wir erstmal, wie das läuft. Ach ja, Ritter. Ritter sind schon toll. So toll. Ah, Mann, Mann, Mann. Ausweichchance. Ja, okay. Du hast hier halt Dämonenjäger. Gut, gucken wir mal. Vielleicht werde ich den gleich erstmal austauschen gegen Luna. Aber ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. So. Verzauberin, das ist schon mal sehr ganz nett. Sehr ganz nett, genau. Terrorklinge. Ja, durchaus. Und natürlich hier den Baum, den hole ich schon mal, aber ich packe da erst noch mal hier so Terrorklinge mit rein. Baum wäre vielleicht besser, einfach um auch eine Frontline zu haben. Das sieht aber ganz gut aus. Ja, das kriegen wir schon mal hin. Okay. Ich könnte natürlich auch könnte dich erstmal damit reinpacken. Dann habe ich zumindest zwei, die da ein bisschen was tanken können. Und das machen wir dann mal so. Der Baum hält ja auch ein bisschen was aus. Gut, dann kann ich mich eigentlich von dir hier schon mal wieder trennen. Gut, da hätten wir noch eine Terrorklinge. Patsch hätten wir hier auch noch. Sandkönig ist natürlich auch nicht so verkehrt. Ich glaube, ich nehme erstmal dich. Lass Terrorklinge da links liegen. Und konzentriere mich erstmal wirklich darauf, hier vier Wilde zu bekommen. Einfach um, ja, aber so viel mehr Schaden ist das eigentlich nicht. 25% klingt jetzt nicht nach so viel. So. Das war doch schon mal ganz gut soweit. So langsam müsste ich auch mal ein bisschen Gold sparen. Du bist auf jeden Fall eine Option, einfach um so ein bisschen die Backline dann rauszunehmen. Aber noch nicht. Da warten wir erstmal noch. Gut, ich könnte natürlich auch noch zwei Druiden reinnehmen. Das wäre vermutlich am Anfang auch stärker. Da haben wir nochmal Stoßzahn. Den werde ich auf jeden Fall mal kaufen. Ansonsten machen wir erstmal so weiter. Sieht ja soweit noch ganz okay aus. Durchaus. Vielleicht kriege ich ja auch noch hier leichtfüßig mit, also eine dritte leichtfüßig Einheit hier mit rein, Helden.
Ja, das gewinnen wir auch. Gut, so kann es definitiv weitergehen. Aber ich muss auf jeden Fall noch an den Allianzen ganz stark arbeiten, weil das wird dann spätestens ein paar Runden sehr stark abfallen. Ich kann ja mal kurz gucken, wie sieht das denn mit dem Schaden aus. Verzauberin, das war so ein bisschen klar. Trendbeschützer war auch klar. Er hatte dann zwei Sterne, Terrorklinge, Antimagier. Gut, gucken wir mal. Da kriegen wir mal 8 Gold. Schon wieder Terrorklinge. Jetzt hätte ich da den schon auf 2 Sterne. Verdammt! Natürlich habe ich den nicht gekauft. Ja gut, dann holen wir dich jetzt nochmal. Und machen wir das. Ich kann ja natürlich das so machen und dann dich hier einfach mal mit reinwerfen. Dann haben wir zwar erst 3 davon, aber gut, der kann sich halt so ein bisschen um die Caster da hinten kümmern. Spielen scheinbar auch eine Menge mit Dämonen. Von daher ist das wahrscheinlich echt gar nicht mal so eine schlechte Idee, wenn ich hier ein bisschen stärker auf Dämonenjäger setze. Und Dämonen. Mal gucken, was wir zuerst kriegen. Am besten Dämonen, Dämonenjäger und Druiden. Aber das wäre schon ein bisschen vieles. Oh, Lycan. Ja, hallo. Dich nehme ich natürlich auch. Lycan ist jetzt... Gut, wie machen wir das? Ah, der wird schon gut passen. Also, geh mal so weit und pack dich da erstmal mit rein. Dann hätten wir jetzt nämlich die Vierer-Allianz wild. Und Lycan ist generell auch sehr stark. Wenn er nicht sofort umgenutzt wird. Auf der anderen Seite, so hätte ich hier mit dem Trendbeschützer dann noch einen 2-Sterne-Helden zusätzlich. Aber dadurch die Allianz nicht mehr. Wobei, ja, Druiden-Allianz. Schauen wir mal. Was da noch so bei rumkommt. Nochmal Zahn und Klaue. Soll ich das mal nehmen? Es könnte interessant werden. Am besten dann noch später ein drittes Mal. Ich weiß gar nicht, wie stark das ist. So, Terrorklinge. Gut, damit hat sich das erübrigt. Dann lasse ich den jetzt mal da drin. Und kann dich auch schon mal da vorne mit hinpacken. Weil du hast schon recht viele Lebenspunkte. Dich packe ich einfach mal da hin. Ich stelle die mal so hin. So kreuzförmig. Ja, das ist schon ein bisschen härter jetzt. Aber das sieht eigentlich da, das läuft ganz gut. Das läuft echt ganz gut. Und mit Doom haben wir ja auch noch theoretischen Krieger. Als Dämon, den könnten wir dann auch noch da vorne reinpacken. Oh, sieht wirklich mehr nach Wilde und Dämonenjäger aus hier. Als nach Druiden. Gut, aber mal gucken wir mal. Können wir ja noch ergänzend dazu packen. So. Terrorklinge macht am meisten Schaden, das ist schon mal sehr nett. Schattenunhold ist auch schon richtig, richtig gut. Chaosritter ist aber auch richtig gut. Mann. Puh. Kauf die erstmal einfach beide und lass die auf der Ersatzbank. Dann gucken wir doch gleich mal. Auf der anderen Seite, die wären schon ein bisschen stärker. Wobei, er hält hier noch nicht so viel aus. Terrorklinge hält viel aus. Das haben wir momentan echt ganz gut im Griff.
Aber wenn wieder diese AOE-Effekte ins Spiel kommen, ja, AOE-Effekt ist doppelt gemoppelt, ich weiß. Dann halt Flächeneffekte. Ich könnte, ja, wenn ich dich rausnehme, dann haben wir die Allianz nicht mehr. Und ich würde die gerne schon behalten, vor allen Dingen hier mit zweimal Zahn und Klaue. So, das ist alles nicht so toll. Aber ich glaube, ich gebe doch jetzt noch mal ein bisschen Gold aus. Und gönn mir noch wen. Die Frage ist nur, wen. Du bist eigentlich relativ stark. So, dann werde ich jetzt aber mein Gold zusammenhalten. Vorausgesetzt, es geht so weiter. Gut, wie sieht das vom Schaden aus? Terrorklinge 3800, alles klar. Ja, mit dir hätte ich dann halt... Da kann ich nicht gebrauchen. So ein Stoßzahn wäre vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt. Und ich bekomme hier mal überhaupt nichts Passendes. Na okay, dann sparen wir erstmal weiter. Und lassen uns dann überraschen. Wobei, wisst ihr was, ich pack dich da jetzt einfach mit rein. Dann habe ich noch eine 2-Sterne-Einheit mehr. Dadurch ist zwar, machen die Dämonenjäger zwar weniger Schaden, aber weiß, na egal. Ich habe heute irgendwie Wortfindungsprobleme, ich weiß auch nicht. Mann, das läuft ja echt gut soweit. Bis ich mal wieder auf die Ritter treffe. Also, das habe ich so im Gefühl, aber naja, mal gucken. Ich will es jetzt nicht herbeireden. Und ich kann mir jetzt auch noch super erlauben, hier einfach das ein bisschen auszusetzen, Gold zu sammeln. Wie sieht das denn? Der eine hat schon über 50 Gold, der hat über 50 Gold. Gut, aber ansonsten, du hast über 40, der hat fast gar nichts mehr. Oh, hallo Kunka, hallo Moloch. Ja, hallo Chaosritter. Okay, machen wir das mal so. Kann jetzt auch nicht unbedingt von euch hier einen rausnehmen. Ich könnte dich rausnehmen. Das würde ich sogar, glaube ich, machen. Dann machen wir das nämlich so und haben hier noch die Kriegerallianz. Anstatt der Druiden-Allianz. Es wird irgendwie nichts mit Druiden. Ich weiß auch nicht. Aber gut, vielleicht ändert sich das ja noch. Terrorklinge 5000 Schaden. Alles klar. Passt es auch, meine ich, soweit. Und ich packe dich mal auf die Seite. Dann hat er hier mehr Platz mit den Wölfen. Das ist natürlich... Schmuggler ist schon sehr ordentlich. Wobei, das ist... Stun ist auch nicht schlecht. Ich nehme Schmuggler. Das hat mir jetzt regelrecht wehgetan. Und das sind hier mal wieder alles Kandidaten, die ich nicht gebrauchen kann. Na okay, gut. Und das hier mit seltsamem Bettgenossen funktioniert ja eigentlich auch, weil der eine Dämonenjäger ist auch gleichzeitig ein Dämon. Zumindest bringt das dann etwas. Ja, das wird jetzt schon ein bisschen kniffliger. Aber das sollten wir noch hinkriegen, jawohl.
Und wir haben jetzt hier auch Mensch-Allianz. Gegner verstummen lassen ist auf jeden Fall auch ziemlich mächtig. Ich habe zu viel. Also wilde Druiden und Dämonen und Dämonenjäger, das ist zu viel. Ich weiß, aber gut. Aufgrund der Items hier jetzt ist das halt so eine Sache. Und das ist mal wieder hier alles eher nicht so doll. Kaufe ich mir noch einen Schatten und Hold? Ja oder nein? Das ist die große Frage. Ich glaube, ich kaufe mir einfach noch mal einen. Und na gut, damit bin ich jetzt unter 50 Gold. Aber ich will jetzt davon auch keinen verkaufen. Müssen wir mal schauen. So, jetzt haben wir hier wieder Ritter. Ich hätte gern Boot. Das funktioniert aber echt gut. Wow. Ich kann das hier nicht so wirklich einschätzen. Fügen mit ihren Angriffen einen sich aufsummierenden Blutungseffekt mit 10 Schaden pro Sekunde zu. Die Frage ist halt, wie hoch das stackt. Zauberin, ja, okay, aber wen möchte ich denn da, möchte ich da überhaupt irgendwen verkaufen? Ist jetzt eher nicht so der Fall, ich müsste erstmal noch andere aufwerten. Ja gut, du bist da noch wild, oh Gott, wen verkaufe ich denn da? Ich glaube, ja, ich verkaufe dich einfach mal, dann kaufe ich noch Venomant. Roll hier nochmal und da haben wir nochmal Venomant. Den verkaufe ich den. Ja gut. Machen wir das so. Dann nehme ich dich nochmal. Ich habe nicht genug Platz. Wow, das hat auf jeden Fall wehgetan. Da waren eine Menge Assassinen bei. Das heißt, ich werde die jetzt mal umpositionieren. Und wie machen wir das? Ich packe dich mal dahin, dich packe ich da mal hin, dich packe ich dahin und dich da. Und dann machen wir das nämlich so. Genau. Moment, du kommst dahin. Ich packe dich mal dahin. So. Ja gut, dann haben wir da auch noch einen von. Dann kaufe ich dich auch noch mal und ja, das sieht doch schon mal gut aus. Zauberin, okay. Ansonsten. Moloch ist stämmig. Ah! War noch eine Verzauberin. Gut, das tut doch schon weh jetzt. Okay. Frage ist, was können wir tun? Das ist echt eine gute Frage. So. Du bist stämmig. Templar-Assassine, nee. Nochmal Terrorklinge. Auch erstmal nicht. Ansonsten. Der Sandkönig. Ah! Mal schauen, was wir kriegen. Schuppige habe ich nicht. Kugel der Erneuerung. Ja, ja, doch, das ist schon. Hallo Kunker. Und dann. Gut. Bestämmig.
Komme ich bitte noch mal irgendwas Passendes? Da hätten wir noch ein Offet. Das ist auch alles nicht so toll. Da hätten wir noch einen Stoßzahn. Na gut, ich verkaufe dich, glaube ich, mal. Kauf dafür den Baum. Ansonsten... Einmal kann ich noch Lichen hätten wir da. Na gut. Aber habe ich schon wieder verloren. Gut. Müssen wir doch mal schauen. Ich bin gerade so ein bisschen ratlos. Natürlich, jetzt kriege ich wieder einen Profit. Selbstverständlich, natürlich, was auch sonst. Venomant haben wir hier. Oh, das ist natürlich so eine Sache. Ich glaube, ich pack dich da einfach mal mit rein. Haben wir einen Trend. Dann will ich die Kriegerallianz verlieren. Aber die Druidenallianz bekommen. Mann, das sieht ja momentan nicht gerade gut aus. Ich glaube, ich werde dann doch mal den Trend reinpacken. Für ihn hier. Und dann müssen wir noch mal schauen, wie wir das dann machen. So ein Lichen wäre natürlich nicht schlecht. Dann hätte ich den auch schon mal auf 2 Sterne. Gut, da hätten wir nochmal Stoßzahn. Alles klar. Natürlich wieder ein Profit. Was auch sonst? Oh. Anti-Mage. Ja, okay. Hexendok. Ja, natürlich Profit. Ja. Venomant. Okay. Ist jetzt nicht unbedingt so. Ah, das ist aber auch gerade was. So, dafür kann der Baum jetzt einiges wegtanken. Obwohl, nach allzu viel sieht das nicht gerade aus. Aber das haben wir doch. Das hat gut funktioniert. Okay. Ich bräuchte jetzt... Wild haben wir da. Habe ich ja rausgenommen. Ja gut, dann bräuchten wir noch einen mit Wild. Dann würde ich ihn auch wieder reinpacken. Dann hätten wir die 6er Allianz. Oder ich würde mir dann das Level noch kaufen. Ich glaube, das wäre sogar cleverer. Schauen wir da. Haben wir einen Anti-Mage. Okay. Dann würde ich doch mal sagen, machen wir das erstmal so. Ich packe dich da noch mit rein. Ich würde fast sagen, na gut, machen wir das so. Dann haben wir noch einen Anti-Mage. Aber den kaufe ich jetzt nicht. Viper springt da ganz schön hin und her. Gut, auf jeden Fall, du tankst einiges weg. 2300 Lebenspunkte. Die müssen die erstmal wegkloppen.
Da haben wir nochmal Venoment. Okay. Ah! Ich werde jetzt einfach hier nochmal gucken. Da haben wir nochmal Venoment. Da haben wir nochmal Terrorklinge. Ich habe schon wieder zu viel Gold ausgegeben. Gut, ich werde dich verkaufen. Und dann müssen wir mal schauen, was wir gleich kriegen. Ja, doch, das war eine gute Idee mit der Druidenallianz. Er tankt da jede Menge weg. Dadurch habe ich zwar nicht mehr die Kriegerallianz, aber ja, ich glaube, das hier ist besser. Wenn er dann auf 3 Sterne ist, das ist dann wesentlich besser. Gut, hier bringt eigentlich nur der Kraftstab was. Weil alles andere ist jetzt nicht so wirklich toll. Und den Kraftstab gebe ich mal dir. So, was haben wir hier? Antimagier. Ja, komm, ich kaufe den einmal. Hallo, ich hätte gern irgendwas, was ich gebrauchen kann, aber nein, natürlich nicht. Noch einmal wild, bitte. Wild zum Mitnehmen. Oh, schon so viele 3 Sterne. Oh, das ist natürlich ziemlich ungünstig für mich. Ja, doch. Das ist echt ungünstig. Obwohl das eine war der Bär. Also 2, aber trotzdem 2-3 Sterne. Das ist schon nicht so ohne. Da haben wir nochmal 2-mal Trendbeschützer. Ja gut, dann werde ich dich verkaufen. Hol mir nochmal einen Trendbeschützer und Lycan. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal recht sinnvoll. So. Gut, ansonsten, ich werde jetzt hier doch, glaube ich, mein Gold ausgeben oder nicht. Das ist hier die Frage. Ich bräuchte eher noch ein Level. Das ist ein Durcheinander. Aber das gewinne ich endlich mal wieder. Wurde aber auch Zeit. So, ansonsten. Ja, ich sollte mich ein bisschen mehr auf die Wilden konzentrieren. Auf dich. Und dich haben wir dann nochmal. Das ist natürlich schon sehr nett. Und dich verkaufe ich mal. Aber schon wieder Prophet. Das Spiel will mir irgendwas sagen. Derben, okay. Becken haben wir da nochmal. Trendbeschützer. Zeitenjäger, Verzauberin. Da, dich habe ich gesucht. Ich werde hier gerade ziemlich zerstückelt. Okay, ich packe dich einfach mal da vorne hin. Dich so ein bisschen dahinter, dich mal da außen. Verteile die mal alle so ein bisschen. Und ja, dich lasse ich mal da oder ich pack dich damit rüber. Hallo Kunka. Lange nicht gesehen. Schon wieder Trendbeschützer. Okay, hätte ich die mal nicht verkauft. Venomant haben wir da noch.
Viper. Handkönig, okay, aber... Ich glaube, da fehlt so ein bisschen der Schaden, aber das sollte reichen. Doch, das sieht gut aus. Ja, wenn Venomant hier hinten ein bisschen Luft hat, um seine Dinger hier aufzustellen, seine Pestwächter, dann dürfte das auch funktionieren. Gut. Also schon wieder Profit, natürlich. Jetzt habe ich mein ganzes Gold verballert. Aber ich bekomme einfach nicht das, was ich noch hier brauchen würde. Was ich vor allen Dingen mal bräuchte, wäre ein Damage-Item. Wäre das vielleicht möglich? Eventuell. Das ist gar nicht mal so schlecht. Aber heilige, ja, ist wirklich die Frage. Ich glaube, ich nehme mal die Glanzklinge. Und ich gebe das mal dem Bäumchen. Gut, das ist jetzt alles nicht so toll hier. Schon wieder ein Trendbeschützer. Aber den brauche ich hier einfach nicht. Ansonsten, nee. Okay. Vielleicht kann ich das auch so erstmal so machen. Oh nee, das ist glaube ich eine blöde Idee. Bam, bam, bam. Boot, Boot, Boot. Aber es reicht trotzdem nicht. Okay. Aber das hat, da hat nicht viel gefehlt. Da hat echt nicht viel gefehlt. Gut, ich würde mal sagen, euch packe ich dann mal... Pack dich einfach mal da so mit hin. Dich packe ich dann mal da. Was? Nein. So, das wollte ich gar nicht. Ich packe da hin. Gut, dann lassen wir das erstmal so, würde ich sagen. Gut, und das hier alles wieder relativer Mumpitz. Oh, oh, hallo, hallo, dich könnte ich durchaus gebrauchen, aber... Ah, wen? Ich habe kein Gold mehr, um noch ein Level zu kaufen. Das ist halt ein Problem. Ich will da jetzt auch nicht unbedingt noch irgendwen austauschen. So, das sieht doch schon mal besser aus. Vor allen Dingen gegen den mit seinen Dämonen. Er war das hier, glaube ich. Nee. Warst du das? Ja, du warst das. Okay. Da brauche ich auf jeden Fall hier die Dämonenjäger. Mein Gott, was ist denn heute los? Reden und so. Brauch Gold, aber ich habe keins mehr. So kann man das ganz knapp zusammenfassen. Ja, Lycan, schön und gut, aber nee. Nee. Oder sollte ich die vielleicht doch mal rausnehmen? Dafür dann ihn und ihn wieder mit reinnehmen, aber... Ja, da wird, glaube ich, nicht genug... Gut, dann machen sie 45% Schaden, aber... Ah, ob das wirklich eine gute Idee ist, ist halt die Frage.
Kunker greift den Falschen an. Autsch. Das hat wehgetan. Das hat echt wehgetan. Ah, gut, dann ändern wir dir hier das nochmal. Machen wir das dann so. Packe ich dich einfach mal dahin. Ich packe dich dahin und dann. Habe ich nicht mehr allzu viele Möglichkeiten hier. Das Gold wird es jetzt auch nicht mehr bringen. Weil so lange werde ich vermutlich nicht mehr leben. Ja, Venomant nochmal. Toll. Zwei würden noch fehlen, dann hätte ich den auf 3 Sterne, aber nee. We can still come back from the last round. Ja, das reicht nicht. Ich hatte aber schon wieder extrem Pech mit den Helden, oder? Ganz ehrlich. Bin aber wieder unter den letzten 4. Verdammt. Einfach nicht das gekriegt, was ich haben wollte. Und ich war mir auch relativ unsicher am Anfang. Gehe ich jetzt Druiden und Wilde oder mit den Dämonenjägern noch dazwischen? Oh, ich lebe noch. Oh mein Gott, ich rede schon so, als ob ich nicht mehr leben würde. War das halt alles? Nö. So, mit dir kann ich vermutlich nichts mehr anfangen. Mit dir kann ich auch nichts mehr anfangen. Dann gucke ich trotzdem nochmal hier. Nein. Kurz und knapp gesagt, einfach nein. So, wenn jetzt kein Wunder passiert, bin ich eigentlich erledigt. Oh, Shivas Panzer ist auch gar nicht mal so doof. Den gebe ich einfach mal dir. Und dann... Ja... Und dann, genau. Na toll. Sollte ich das mal machen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich kann dich mal reinsetzen. Und dann kann ich dich mal reinsetzen. Und dann gebe ich einfach mal dir das Item. Und dann gucken wir mal, was passiert. Wahrscheinlich werde ich gnadenlos zerstört. Aber hey. Oh ja, das sieht schon sehr danach aus. Ja, gut. Das hätte jetzt aber auch, glaube ich, keinen Unterschied mehr gemacht. Keine Chance. Ich hätte am Anfang direkt da mich für was entscheiden müssen, wirklich. Ich glaube, das war mit der Fehler, dass ich immer noch so hin und her gewurstelt habe mit den Dämonen und Dämonenjägern und mit den Druiden. Vielleicht hätte ich wirklich einfach Wilde und Dämonenjäger gehen sollen. Aufgrund dieser Items hier. Aber okay. 24 gewonnene Runden. 286.665 verursachter Schaden. 285 verdientes Gold. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Das war's erstmal wieder von mir. Und bis bald.